Hallo Freunde, heute geht's auf, ab nach Richtung Bremen und zwar zu Melli, aka Elmar auf Reisen. Vielleicht guckt ihr einfach bei Instagram mal vorbei, dann wisst ihr, wen ich meine. Und zwar hat die mich gefragt, ob ich sie so ein bisschen unterstützen möchte, weil sie baut sich jetzt auch ein Hochdach auf. Und wie ihr wisst, habe ich ja schon ein Riesenloch hier in meinen Bus geschnitten, habe also einmalige Erfahrung. Und da habe ich nicht Nein gesagt. Ich werde sie dabei unterstützen. Wir haben noch ein paar weitere Helfer und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Ein bisschen was Neues ist dabei, denn sie braucht einen Einbaurahmen im Gegensatz zu mir. Und der Ausschnitt wird noch einen Ticken größer als meiner. Also seid gespannt und wir sehen, was am Ende dabei rauskommt. Melli, wie bereit bist du? Ich bin mega bereit, aber ich bin auch super aufgeregt und ich halte das langsam nicht mehr aus, also müssen wir jetzt loslegen. Wie ich am Anfang schon erwähnt hatte, haben wir hier jetzt einen Einbaurahmen, der soll zur Stabilität dienen. Das ist, wenn das Dach nicht fest genug ist, so wie bei mir, dann braucht ihr den auf jeden Fall. Für die TÜV-Abnahme auch ganz wichtig. Wir haben den Rahmen jetzt angelegt, haben die Löcher gebohrt für die Nietungen. Einmal hier oben im oberen Bereich, hier im unteren Bereich sind Löcher. Das Ganze mit Aktivator eingestrichen von Sika. Und dann kommt zusätzlich zu den Nieten, kommt dann noch Sikaflex drauf. Und dann sollte das Ganze halten. Das haben wir einmal hier links, einmal rechts. Hinten haben wir eine kleine Schiene und vorne haben wir noch einen kleinen Rahmen. Den zeige ich euch gleich nochmal. Ich glaube, ihr könnt es ganz gut erkennen. Ich stehe quasi im Bus von Melli. Das Dach ist drauf. Das Aufsetzen des Daches hat ein bisschen mehr Konzentration benötigt. Daher habe ich das nicht aufgezeichnet. Wir haben es genauso wie bei mir aufgesetzt. Es war ein bisschen komplizierter, weil an der Seite noch so Kederschienen verbaut sind, die unter dem Dach quasi nochmal sitzen. Aber ansonsten alles ähnlich, dass wir die ganze Fauna halt hier aufgefüllt haben mit Sikaflex. Das blende ich euch auch nochmal ganz kurz ein. Und ansonsten sieht das Endergebnis wirklich, wirklich toll aus. Also das ganze Innere kann natürlich jetzt verkleidet werden oder so, wie man es gerne haben möchte. Theoretisch kann hier oben ein Bett eingebaut werden, weil der Einbaurahmen verfügt über eine kleine Ablage, wo du dann eben eine Platte draufpacken kannst. Was genau daraus wird, entscheidet Melli natürlich. Vielleicht seht ihr es in den nächsten Videos mal, wenn wir irgendwo auf dem Bulli-Festival stehen oder irgendwo auf einem Bustreffen stehen. Und dann werde ich euch das sicher noch mal ein bisschen näher zeigen. Ansonsten ist auch der vordere Rahmen verschraubt und auch verklebt und hält auch wunderbar. Somit sind wir mit der ganzen Aktion hier jetzt auch durch. Und ich möchte euch zum Schluss des Videos gerne noch mal ein paar Ausschnitte zeigen, wie das Ganze jetzt fertig aussieht. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß. I've been thinking, baby, we could get away and now.
Hallihallo, Ninos Freunde. Ja, wie ihr seht, fährt Elmar auch. Und das Hochdach hält. Bis jetzt auf jeden Fall. Ja, das soll auch so bleiben. Das wird auch so bleiben. Wir haben in den nächsten Wochen natürlich noch einiges zu tun, indem wir das Hochdach ausbauen. Aber der größte Teil an Arbeit ist auf jeden Fall schon geschafft. Ja, und wir sind super zufrieden mit dem Ergebnis. Und super glücklich, dass wir das so gemacht haben. Ja. Ich bin glücklich. Ich auch. Sehr gut. Dach auch noch. Ja, moin. Vorbeifahrenden Radfahrer. Hochdach hält. Bis jetzt auf jeden Fall. Auf jeden Fall schon wieder. Ja, ich denke, das war ein ganz nettes Ende für euch. Damit ihr auch mal die Information habt, das Dach hält, ist es alles positiv verlaufen und die beiden fahren mit dem Bus jetzt schon durch die Gegend. Ihr habt es ja jetzt eben gerade selber gehört und gesehen. Das ist also nun mein zweites Hochdach, was ich verbaut habe, diesmal mit Einbaurahmen. Und das Ganze war auch ein bisschen tricky, aber es hat alles wieder gut geklappt. Und ich hoffe, dass die beiden viel, viel Spaß damit haben. Und ich hoffe, ihr hattet natürlich auch viel Spaß. Wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen dafür nach oben. Und abonniert den Kanal doch gerne, falls ihr mehr davon sehen wollt. Falls ihr mehr sehen wollt von der Werkstatt hier, die ich hier gerade baue. Im Hintergrund seht ihr schon wieder. Ich bin jetzt gerade auch wieder dabei und werkel ein bisschen für das nächste Oscar-Projekt. Und ich hoffe, ihr seid schon gespannt drauf. Dann hoffe ich einfach mal, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Also, haut rein!